euch gerne eine Library vorstellen, von der ich, wo ich sie erst seit kurzem verwende, ziemlich begeistert bin. Und zwar ist das OpenCV. Erstmal, was ist OpenCV? Der Name steht für Open Source Computer Vision. Und auch wenn der Name nur Computer Vision andeutet, ist es eigentlich auch eine Library, die Bildverarbeitung kann. Und es gibt auch ein kleineres Modul, was für Kamerakalibrierung verwendet wird. Aber in erster Linie möchte ich heute auf die Algorithmen für Bildverarbeitung eingehen, einfach weil ich in dem Bereich die Library bereits eingesetzt habe, ziemlich häufig, und weniger auf maschinelle Szenen. Ja, das Ganze ist frei, quelloffen und cross-platform, und das ist für C und C++, hat aber auch, falls ihr C und C++ doof finden solltet, Bindings für Python und Java. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, oder vielleicht denkt ihr euch jetzt, dass das eventuell nicht weiter interessant ist, weil ich denke mal, dass die meisten von euch nicht wirklich in der Development, beim Development im Multimedia-Bereich tätig sein werden. Eher vielleicht schon maschinelles Sehen, weil das ja so vielleicht ein bisschen was mit Robotik zu tun hat. Ich werde euch aber auf der nächsten Folie noch eine Verwendungsmöglichkeit zeigen, die sicherlich ziemlich interessant für die meisten sein dürfte, die im Bereich wissenschaftliches Rechnen irgendwas machen. Ja. Okay, und die Lizenz ist BSD. Okay. Ja, also jetzt, warum das Ganze interessant ist. Der erste Punkt ist zumindest für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei Libraries, die ich verwenden will. Aber fangen wir mal ganz basic an. Es ist quelloffen, es wird aktiv weiterentwickelt. Und die Vorteile, die es vielleicht gegenüber anderen Libraries hat, ist, dass es hier wirklich darum geht, wie auch, dass es hier darum geht, dass das Ganze optimiert ist für die Anwendung zum einen in Echtzeit. Das heißt beispielsweise die Algorithmen, für die Algorithmen, die für solche Dinge zuständig sein sollen, wie zum Beispiel was jetzt in dem Bereich maschinelles Sehen, was diesen Bereich betrifft. Da ist es natürlich klar, da will man vielleicht so einen Echtzeit-Stream haben, in dem man dann irgendwie Objekterkennung, auf dem man Objekterkennung schmeißen will, und dann will man das natürlich in Echtzeit haben. Aber das betrifft auch die Effizienz einfach von Algorithmen, mit denen man einfach nur Rechenoperationen zwischen Bildern machen kann. Und konkret kommen da zwei Vorteile zusammen. Zum einen wurde die Library so designt, dass sie vielfach in der Industrie angewendet werden kann. Zum anderen fließen in die Effizienz oder die Optimierung von Algorithmen, gerade was die Laufzeit betrifft, fließen auch die Ergebnisse aus der Forschung in dem Bereich ein, also aus der Forschung im Bereich Grafik und Bildverarbeitung. Ja, die Algorithmen haben weiterhin einen ziemlich hohen Umfang. Das ist auch was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass es gibt über 2000 Algorithmen, und bisher habe ich für alle Zwecke, für alle meine Wünsche quasi, die ich hatte, was ich mit Bildern machen wollte, habe ich eine Funktion irgendwo gefunden in irgendeinem Modul. Und der Punkt, warum ich das für interessant genug halte, um eine chaotische Viertelstunde darüber zu halten, ist vor allem, dass OpenCV auch im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens vielleicht eingesetzt werden kann. Zumindest mein Anwendungsfall, und ich mache im Grunde numerische Rechnung, zumindest da ist es wirklich eine sehr, sehr viel bessere Alternative als die bestehenden Lösungen. Und darauf werde ich dann auch noch gleich eingehen, wenn wir uns die Features angucken.
Der vierte Punkt ist eigentlich auch was, was für mich, zumindest wenn ich selber Code schreiben wollte, eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist, dass es sehr gut dokumentiert ist. Und ich kann euch gerade mal die Dokumentation zeigen. Das ist hier so eine Doku, die hier mit Sphinx erstellt wurde. Da warten wir auch schon mal eine chaotische Viertelstunde. Und zunächst mal, ihr seht, dass es ziemlich umfangreich ist. Das hier sind alle Module, die es hier gibt, die gelistet wurden. Und da kann man hier zum Beispiel in so ein Modul reingehen. Wenn jetzt das Internet, genau. Ja, und da kriegt man dann nochmal einen riesigen Umfang. Ich werde dann noch ein bisschen zusammenfassen, was es da alles so gibt in diesen Modulen. Hier unten gibt es dann auch noch, das ist ziemlich cool, Tutorials. Da bekommt man, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwas auswählt, bekommt man hinter den meisten Algorithmen bekommt man eine sehr, sehr gute Erklärung, hier zum Beispiel, was die Theorie hinter so einem Weichzeichnungsfilter ist, von dem man hier diese hier auswählen kann. Und bekommt so ein bisschen Erklärung, ein Codebeispiel und das Ergebnis, also zum Beispiel gezeigt. Und es gibt auch noch hier so einen User Guide. Also die Dokumentation hat mich auch wirklich sehr, sehr begeistert, im Gegensatz zu dem, was man so zum Teil von anderen Libraries gewohnt ist. Und das bietet demnach auch einen ziemlich leichten Einstieg. Okay, also um eine kurze Übersicht über die Module zu geben, habe ich hier mal die rausgenommen, die ich aus meiner subjektiven Sicht für am wichtigsten halte. Das erste ist die Core Functionality, da werden einem einfach die Typen gegeben und einfache Operationen, die man mit diesen Typen machen kann. In dem Image Processing Modul sind dann die ganzen geometrischen Transformationen enthalten, die man so mit Bildern machen kann, in erster Linie. Das heißt, da werden so Sachen dabei wie Fourier-Transformation oder Gaußscher Weichzeichner oder Threshold oder was auch immer man machen kann, sogar zum Teil integrieren und ableiten und alles, woran man so denken kann. Und das bietet natürlich auch Möglichkeiten, gerade im Bereich wissenschaftliches Rechnen. In meinem Fall ist es so, dass ich zum Beispiel mit sehr, sehr oft mit Intensitätskarten zu tun habe, das heißt einfach Matrizen, in denen irgendwelche Doubles gespeichert werden. Und ich gehe gleich auch noch auf den Typen ein, den ich da verwende. Und in dem Fall muss ich halt verschiedene Rechenoperationen durchführen, das heißt, ich muss zum Beispiel eine Fourier-Transformation machen oder eine Faltung mit irgendeinem Faltungskern, und das kriege ich da alles quasi frei raus. Das hat aber auch noch weitere Vorteile, auf die ich dann auch noch eingehen werde. Ja, dann gibt es noch weitere, wie zum Beispiel Motion Analysis und Object Tracking. Also das isoliert einem zum Beispiel Objekte, die sich in Videoaufnahmen bewegen, und damit kann man die zum Beispiel verfolgen. Dann gibt es auch noch alle möglichen weiteren Sachen, die im Bereich Object Detection oder Machine Learning liegen, und natürlich auch Face Recognition. Aber wie gesagt, mit diesen Modulen im Bereich Machine Learning und Object Recognition habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt, deswegen werde ich jetzt so ein bisschen leider ausklammern müssen in der Coach-Viertelstunde. Gut, um einen ersten Überblick zu geben, habe ich hier einfach auch nochmal ein paar grundlegende Strukturen zusammengefasst. Das wichtigste Objekt, dem ihr, wenn ihr OpenCV verwendet, begegnen werdet, ist dieses OpenCV-Matrix-Objekt, und es wird auch mit Matt abgekürzt. Und warum das ziemlich cool ist, dieses Objekt, ist, dass es euch nicht nur erlaubt, einfach in so einer
256 Werte Range Integers zu speichern, sondern wie man hier sehen kann, wenn man sich hier anguckt, die Tiefe, man kann hier zum Beispiel, also man kann eigentlich im Grunde alle möglichen Typen in diese Matrizen eintragen, von unsigned Integer bis zu, also, bis zu 64-Bit Floating Point Numbers. Und zugleich hat man eine sehr, sehr hohe Anzahl von Kanälen zur Verfügung. Diese Kanäle kann man zum Beispiel, wenn man einfach nur einen Kanal nutzt, dann hat man halt so ein Grayscale-Image, das wären so Intensitätskarten, die ich schon erwähnt hatte. Wenn man drei Channels verwendet, dann kann man damit so RGB- oder HSV-Repräsentationen machen. Das ist das, was man dann zum Beispiel für Bildverarbeitung einfach so verwenden würde. Man kann aber bis zu 512 Kanälen hochgehen. Das heißt, man hat 512 Ebenen oder Matrizen, in denen man Sachen speichern kann. Und in meinem konkreten Einsatzzweck missbrauche ich die Channels als quasi als Vektorfelder. Das Einzige, was man als Nachteil ansehen kann gegenüber den traditionellen wissenschaftlichen Libraries, was den Bereich wissenschaftliches Rechnen betrifft, ist, dass es hier keinen nativen Datentyp gibt, der einem komplexe Zahlen anbietet. Das heißt, man müsste wenn man komplexe Rechnungen machen will, müsste man tatsächlich, meines Wissens nach, geht das dann nur, indem man halt einfach mehrere Channels nimmt. Zwei Channels halt, einen für den Realteil und einen für den Imaginärteil oder so. Ja, und wenn man jetzt auf ein Element zugreifen möchte, dann geht es auch ganz einfach hier mit dieser Add-Funktion. Und da kann man dann auf das ite und jte Element entweder schreiben oder man kann es lesen. Natürlich gibt es auch noch viele weitere geometrische Objekte. Man hat zum Beispiel Rechtecke, Vektoren und Skalare. Und ich könnte jetzt noch 1000 weitere geometrische Strukturen auflisten, aber ich glaube, das ist nicht besonders interessant. Und deswegen möchte ich jetzt zu einer Demo gehen. Und zwar, ist das groß genug? Ja. Okay, also, das hier soll jetzt ein kleines Codebeispiel sein. Und was da gemacht wird, um einen ganz groben Überblick zunächst mal zu geben, ist, wir lesen einfach ein Bild ein und wir machen so ein paar Operationen mit dem Bild. Das heißt, wir machen zum Beispiel wenden so ein Blurring an, das heißt, wir wenden so einen Weichzeichner an, den wir auf das Bild schmeißen. Dann machen wir auch noch Thresholding und alles, was uns noch so einfällt. Am Schluss kommt dann auch noch ein Histogramm, das wir so aus dem Bild berechnen. Das ist so ein ganz kleines Beispiel, das so zeigt, wie das so in solchen einfachen Aufgaben funktionieren würde. Okay, also zunächst mal, das hier oben sind die Module, die wir brauchen. Und dann kommt da noch so ein Namespace mit. Genau, und hier diese Funktion, die werden wir verwenden, um uns die Ergebnisse anzeigen zu lassen, oder die Bilder. Und dazu, dazu verwenden wir dieses Modul hier, das bietet uns quasi GUI an. GUI-Möglichkeiten, und da können wir dann zum Beispiel so ein Fenster aufmachen und wir können dann hier das Bild, das wir hier übergeben, in dem Argument können wir dann anzeigen lassen. Und dann, das hier ist dazu da, dass wir das Fenster einfach so lange anzeigen lassen, bis irgendein Key gedrückt wird und dann schließt sich das Fenster. Gut, also wenn wir zur Main-Funktion hier kommen, dann ist hier erstmal der Befehl, um ein Bild einzulesen, ziemlich einfach diese Zeile hier. Das heißt, wir übergeben, also angenommen der User übergibt so eine Bilddatei hier, den File-Name über das Argument.
dann öffnet es hier und wir sagen ihm, dass er das Ganze in Farbe laden soll, weil wir jetzt als Beispiel ein Farbbild nehmen. Okay, dann fragen wir ab, ob er das Bild lesen kann und dann können wir es auch schon anzeigen, indem wir diese Funktion, die wir da oben definiert haben, aufrufen. Genau, was wir dann machen ist, wir wenden zweimal einen Blurring-Effekt auf das Bild an. Das heißt, wir legen uns hier so eine Matrix an und wir rufen die Gaussian Blur-Funktion auf und das soll aus diesem Bild hier dieses machen. Und das hier ist einfach nur ein Typ, mit dem wir den Rand extrapolieren wollen. Und dann zeigen wir das Bild auch nochmal an und dann machen wir das gleiche nochmal mit einem Median Blur. Also der Median Blur, der ist einfach nur, was der macht, ist, dass er für jeden Pixel des Bildes im Grunde in einem bestimmten Radius, und der Radius ist hier in dem Fall 11 Pixel, dass er in diesem Bereich einfach den Median ausrechnet und dann den Pixelwert durch den Median ersetzt. Und danach wenden wir den Laplace-Operator an. Der Laplace-Operator ist mathematisch einfach die zweiten räumlichen Ableitungen, das heißt die Ableitung nach x und nach y, die zweite davon jeweils, also die Summe daraus aus diesen zweiten Ableitungen. Und im Bildverarbeitungsbereich würde man diesen Operator zum Beispiel für Kantenerkennung einsetzen. Das heißt, wenn wir hier diese Funktion Laplacian aufrufen, dann wird er hier ein Bild reinspeichern, wo man sehr schön die Kanten dann sieht im Bild. Genau, dann, das hier ist einfach nur für Bildverarbeitungszwecke schön, dass man irgendwie eine Threshold setzen will und alles, was darüber ist, wird irgendwie zu 1 und alles, was darunter ist, zu 0. Das heißt, wir haben dann so ein Hell-Dunkel-Bild und am Schluss kann man auch noch das Bild invertieren. Das heißt, man dreht einfach die Farben um, macht aus Hell-Dunkel und aus den Farben die Komplementärfarben. Das kann man mit dieser Bitwise-Not-Funktion hier machen. Und dann, das hier ist einfach nur dazu da, um zu zeigen, wie einfach man quasi irgendwelche Rechenoperationen, die einem einfallen, also kleinere algebraische Operationen hier mit diesen Matrixobjekten machen kann. Das heißt, wir können hier dieses Matrixobjekt nehmen und zum Beispiel elementweise quadrieren, indem wir diesen Befehl hier aufrufen. Und dann können wir zum Beispiel, das hat dann so schöne Operatoren, also alle möglichen Grundrechenoperatoren, mit denen wir hier irgendwelche Skalare dran multiplizieren können oder so. Also das ist alles sehr, sehr sehr bequem. Und am Schluss, das sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus hier, da wollen wir jetzt ein Histogramm berechnen. Das heißt, wir berechnen das Histogramm mit dieser Funktion hier, calchist, und die liefert uns im Grunde einen Array zurück, und weil wir das dann auch in so einem schönen Graphen darstellen wollen, zeichnen wir uns kurzerhand einfach selber den Graphen mit diesem Line-Kommando hier, auf dem wir halt einfach auf so ein beliebiges Matrix-Objekt was zeichnen können. Genau, und dann zeigen wir das auch nochmal an. Gibt es soweit irgendwelche Unklarheiten? Ja. Ich weiß nicht mehr, was Laplace ist. Laplace sind die räumlichen Ableitungen, die zweiten räumlichen Ableitungen, die Summe daraus. Wie es aussieht. Wie meinst du, wie es aussieht? Ja. Wie meinst du denn, was wie es aussieht? Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht. Ja, inwiefern aussieht es? Also die Formel aussieht oder wie es Ergebnis aussieht? Wie das Ergebnis aussieht. Das sehen wir gleich. Das Ergebnis sehen wir gleich. Okay, also das Ganze habe ich auch schon kompiliert, und dann nehmen wir einfach mal so ein Bild. Das heißt, zuerst bekommen wir das Bild angezeigt, das ist dieses Bild hier. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Das kann aber das Hamburg. Hamburg, ja. Ja. Genau, und das heißt, jetzt, wir haben jetzt dieses Fenster angezeigt und jetzt, wir hatten das ja so gemacht, dass wenn wir einen beliebigen Key drücken, dann kommen wir quasi, dann schließt sich das Fenster und dann rechnet er das nächste und dann kommt das nächste Ergebnis. Das heißt, die nächste Operation wäre in dem Fall jetzt Gaußscher Weichzeichner und das sieht dann so aus. Als wenn ich keine Brille aufhalte. Ja, es gibt aber noch einen schöneren Weichzeichner, nämlich den Median Blur. Der macht das Ganze dann so. Der sieht fast schon schön aus. Ja, zeige ich das. Das ist aber auch das Originalbild, nicht auf das Ja. Genau, das ist auch das, alles auf das Originalbild, nicht so kettenweise. Ja. Das hier, Jan, ist. Oh, das sieht man gar nicht so gut. Ja, das ist der Laplace. Ah, ja, ja. Also der Laplace wird ja auch zur Kantenerkennung eingesetzt. Es gibt natürlich mehrere Operatoren, die man dann nehmen kann, wenn man Kantenerkennung betreiben will. Also der rechnet mir quasi die zweite Ableitung zwischen zwei Pixeln aus, wenn ich mir die Farbwerte angucke. Ja, der rechnet ja aus, wie sich zwischen den Pixeln die Farbe verändert. Okay. Ja, schade, dass es so dunkel ist. Auf dem Beamer. Okay, das hier ist ein Threshold. Der macht ja auch eine schöne Threshold in jedem Farbkanal. Also nicht einfach so Schwarz-Weiß-Threshold. Das hier ist eine Immersion. Sieht aus, als ob Bea ist echt da richtig was reingeleitet. Da haben sie aber richtig was reingeleitet. Das mit Medien Blur. Und das ist das Histogramm. Und man kann jetzt schön hier erkennen, hier in dem Bereich, was hier das ist der grüne Wald, den ihr gesehen habt. Und das hier ist tatsächlich, das habe ich nachgeguckt, das ist der grüne Anteil, der im Himmel gesteckt hat. Hier, das hier ist der Neckar gewesen, das blaue hier, und das da hinten ist der blau-weiße Übergang am Himmel gewesen. Ja, Wo war das zweimal Something-Bild? Was? Du hast Dinge in dem Bild mit Simon publiziert. Das habe ich nicht angezeigt, das war einfach nur so. Da kam kein vernünftiges Ergebnis raus, das war einfach nur arbitrary Zeug angewandt. Ja, und da ihr ja alle das Internet sehr gut kennt, wisst ihr, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, dass ich jetzt nicht das gleiche nochmal für ein Katzenbild mache. Dann nehmen wir mal dieses Bild hier. Und das hier ist der Gaußsche Weichzeichner. Das hier ist Median Blur. Sieht in jedem Falle irgendwie sehr viel schöner aus. Das hier ist die Kantenerkennung. Da sieht man natürlich, dass es bei der Schrift sehr gut funktioniert. Das hier ist Threshold. Inversion. Und das ist so krass. Und was mir hier besonders gut daran gefällt, ist, dass man den blauen Windows-Dealer-Screen hier als. Jo. Gut, am Schluss. Das ist da auf der X-Achse eingezeigt. Achso, okay, auf der X-Achse waren die Helligkeiten. Von 0 bis 255 quasi die Helligkeit. Ja, sorry, das hätte ich erwähnen sollen. Ja, am Schluss vielleicht noch eine kurze Schilderung dessen, was ich, also in welchem Bereich ich das Programm sehr gut gebrauchen kann. Und zwar, was ich in meinem Studium mache, ist quasi gerade so ein Praktikum in der Kosmologie. Und in der Kosmologie habe ich damit zu tun, dass ich irgendwie so Teleskopdaten nehme von großen Objekten im Universum, zum Beispiel von Galaxienhaufen. Und dann versuche ich aus diesen Daten quasi numerisch das Gravitationsfeld zu berechnen. Und das heißt, ich
starte mit so Intensitätswerten, auf denen so die Dichteverteilung gegeben ist oder die Verteilung der Masse. Und dann brauche ich da verschiedene Operationen, die ich darauf anwende. Und zufälligerweise ist das alles in OpenCV frei Haus enthalten. Zum Beispiel brauche ich eine Fourier-Transformation und lustigerweise ist es sogar physikalisch notwendig, dass ich einen gaußschen Weichzeichner verwende, weil ich an einer bestimmten Stelle eine Faltung mit einer Gauss-Glocke habe und das ist halt einfach die Definition von diesem Weichzeichner. Und dann brauche ich halt natürlich auch integrale Ableitungen und noch weitere Sachen. Und der Vorteil, den ich da in OpenCV sehe gegenüber beispielsweise der GNU Scientific Library oder anderen Lösungen, die wirklich explizit für diesen Zweck gedacht wurden, ist zum einen, dass es wirklich auf Echtzeit optimiert ist. Das heißt, ich habe ziemlich effiziente Algorithmen und die Algorithmen sind so optimiert, wie es in der Forschung im Bereich Bildverarbeitung und Grafik am besten bekannt ist, wie man die Sachen optimieren kann. Ja, und natürlich dann auch im großen Umfang liegt dann auch nochmal ein Vorteil und darin, dass ich zum Beispiel so Vektorfelder aus im Sinne von Mehrkanalbildern verwenden kann. Und die Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe bisher, waren eigentlich alle ziemlich positiv. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, war, dass in einem Modul ein ziemlich böser Bug war, der einen Memory Leak verursacht hat, aber das war wirklich das Einzige, wo ich unzufrieden war mit OpenCV. Ich muss aber auch sagen, dass ich bisher wirklich nur diese Bildverarbeitungsalgorithmen verwendet habe und nicht mit maschinellem Sehen oder so gearbeitet habe. Okay, das wäre es von meiner Seite. Gibt es irgendwelche Fragen? Weißt du, ob es Fortran am liebsten für das? Ich denke nicht, dass es sie gibt. Wenn sie sich wissen, dass es nicht eignet, muss es Fortran bei uns geben. Es ist echt so. Also, ja. Okay. Du kannst ja Python formen. Und dann quasi aus Python die Fortran. Der Chef unseres Rechenzentrums hat Fortran für tot erklärt. Ich muss übrigens auch einfach falsch. Was er sagt. Ich muss dazu auch betonen, dass wenn man zum Beispiel, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Python-Bindings, auf Python würde man wahrscheinlich natürlich die SciPy-Library lieber verwenden und dann wirklich nur OpenCV für Bildverarbeitung. Aber man könnte sie relativ einfach selbst machen. Relativ gute Infrastruktur, die Bindings werden anscheinend über ein Python-Script-System für Java-Python. Weißt du noch eine Frage, Daniel? Kannst du was für die Performance sagen? Also gibt es da Vergleiche mit dem klassischen Computer? Also ich habe jetzt keine Zahlen da, aber die Performance wurde halt so optimiert, dass man das Beste rausholt, was in der Forschung im Bereich Grafik und Bildverarbeitung bekannt ist. Ja. Also es wird wirklich... Ja. Es werden wirklich halt die besten verfügbaren Algorithmen eingesetzt, die man so kennt, landläufig. Ja. Das ist auch ein spezieller Aspekt, mit dem OpenCV immer wirbt, ist, dass es angeblich ja so toll für Echtzeitzwecke ist. Ja. Ja? Gibt es ein Embedded-System? In Embedded-Systemen? Ja. Also ich habe nur bisher davon gehört, dass OpenCV Plattform unabhängig ist. Also... Das ist die Embedded-System. Ja, also in der Zeit Division wäre es vielleicht... Ich weiß, es ist auf iOS und Android. Wovon hast du dafür gehört? Ja, natürlich, klar. Ja, ich meine, es ist auf allem nicht der Fall, dass das gemacht wird. Also ob das überhaupt. Bei Stack Overflow schreibt einer, er hätte es erfolgreich auf ARM-Prozessoren eingesetzt.
Jo, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke für die Aufmerksamkeit.